Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki. Guck nicht so. New Television, du machst mich voll kirre, wenn du so guckst. Schoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Bist du zu nah? Ich bin der Sashi und das ist der Till. Und der Till will etwas sagen zum 9. Dezember. So, jetzt bist du. Wir haben ein Geburtstagskind. Was denn? Berühmtes. Ja, was denn? Also, den kenne sogar ich. Ja, sag. John Malkovich. Ach so, ja, der Schauspieler. Ja. Ja, ja, genau, der ist gut. Ja. Ja, Being John Malkovich habe ich auch gesehen, das ist eigentlich ein ganz guter Film. Ja, das ist ein sehr lustiger. Was hat er noch gemacht? Ich kann dir noch einiges auflisten, was du mir aufgelistet hast. The Killing Fields, Das Reich der Sonne, Der Unhold. Kennst du alles nicht? Ganz wenig davon. Ja. Aber Being John Malkovich. Der ist gut, der ist gut. Der Film ist gut. Ja. Also der Schauspieler ist auch gut. Am 9. Dezember, der hat heute Geburtstag. Der hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Am 9. Dezember 1994 wurde Astrid Lindgren mit dem alternativen Nobelpreis geehrt. Ja. Kennst du sie? Nicht persönlich. Aber du weißt, wen ich meine mit Astrid Lindgren. Ja, natürlich. Ist die Autorin von Pippi Langstrumpf, von bla bla bla. Ronny Räubertochter. Ronny Räubersohn. Ronja, die Räubertochter. Was hat sie noch alles gemacht? Michel aus Lönneberger, ja, genau. Und so ein Zeug und den ganzen Kram. Jedenfalls, die wurde mit dem alternativen... Also alles, was man jetzt quasi auch so bald so im Fernsehen sehen kann vor Weihnachten. Ja, genau. Ein alternativer Nobelpreis und das ist, der heißt eigentlich The Right Livelihood Award Foundation. Bescheuert. Auf jeden Fall, die Stiftung engagiert sich für die Rechte der Kinder und die Autorin wurde halt geehrt, weil sie sich für die Rechte der Kinder eingesetzt hat. Yes. Und das Blöde an dem Nobelpreis, der ist mit keinem Preisgeld ausgestattet. Das war ist natürlich ärgerlich. Doof. Aber was dann auch mal wieder ein netter Aspekt ist, zum einen wird sie ausgezeichnet, zum anderen Pippi Langstrumpf und sowas soll, habe ich gelesen, gehört, bin ich gespannt, gesehen. Was du gelesen hast. Ist ja bei vielen, also in einigen Ländern... Dann komm raus mit der Info! ...verpönt und soll quasi mehr oder weniger verboten werden. Wegen dem Negerkönig. Ja, das auch. Ja. Warum noch? Rassismus und so. Ja, weil der Papa von Pippi Langstrumpf wird ja im Original als der Negerkönig der Südsee, glaube ich, bezeichnet. Genau, und so. Es geht aber auch, glaube ich, rein darum, wie Kinder dargestellt werden. Und das ist genauso wie die Mohrenapotheke. Darf nicht mehr Mohrenapotheke heißen, wegen Mohren. Ja, wie heißt die jetzt? Negerapotheke, bestimmt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls anders. Anders, ja. Das ist totaler Käse. Ja. Ja. Aber mein... Astrid Lindgren, tolle Autorin, tolle Kinderbücher. Verdienter Preis. Auch super, genau. So. So. Am 9. Dezember aber haben wir noch einen Fakt. Ja, jetzt wird es wieder lustig, weil es ist ein Fakt... wir haben einen Film, der ins Kino kam. Es ist ein James-Bond-Film. So, und es war, ich muss gerade mal schauen, 1999. 1999. Ja? 1999 war Timothy Dalton. Oder? Weiß ich nicht, komm. Lizenz zum Töten eventuell. Nein. Oder Hauch des Todes. Die Welt ist nicht genug. Das war dann Pierce Brosnan. Das weiß ich nicht, das die steht Welt, hier nicht, aber die Welt ist nicht genug. Ja, die Welt ist nicht genug, ist Pierce Brosnan. Ja. Ich finde es immer verblüffend, dass du sagst, James Bond und du kennst sie alle und bla 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 und dann... Ich kenne sie doch alle. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Jahr sie erschienen sind, mein Gott. Dann setz dich doch mal hin und lerne. Mache ich, ganz gerne. Im nächsten Leben mache ich das dann. Also, wir haben heute den 9. Dezember gehabt. Oder den haben wir immer noch. Ja, aber ich meine, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Und wir sehen uns morgen wieder am 10. Dezember. Und da wird es bestimmt toll, weil der Till da nicht da ist. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.